Hey Leute, hier ist Lawrence für den offiziellen Filmora YouTube-Kanal und willkommen zum neuesten Tutorial. Nachrichten und News-Segmente sehen wir überall im Leben, ob im Fernsehen oder Internet. In diesem Tutorial lernen wir, wie man seine eigene Nachrichtensendung mit Filmora erstellen kann. Mit den Filmora Vorlagen-Packs kannst du ganz einfach eigene Nachrichten professionell nachmachen. Schauen wir auf die Zeitleiste. Wie du sehen kannst, haben wir unsere Nachrichtensendung mit dem News Broadcast Intro Pack, dem Global Events Pack und dem Channel 7 Pack erstellt. Wir haben auch einen Greenscreen-Effekt verwendet, um den Sender mit dem Hintergrundmaterial zu verbinden. Ich werde die Projektdatei in unserer YouTube-Community veröffentlichen. Bitte abonniere unseren Kanal und geh zu unserer Community, um die Dateien für dieses Tutorial herunterzuladen. Für dieses Tutorial haben wir unsere Filmora Tutorials und Previews verwendet. Du findest den Link zum Herunterladen, genau wie andere Projektdateien, in unserer YouTube-Community. Also schau zu, dass du den Kanal auch wirklich abonniert hast. Außerdem haben wir die Clips mit den Reportern von elements.invato.com. Beginnen wir mit dem Importieren unseres Filmmaterials. Wir legen das News Broadcast Intro Pack Opener 1 auf die Timeline und ändern den Text in Die Welt heute und ändern die Textgröße und die Position. Wähle das News Set Action News Transition 1 aus dem Action News Pack und wende es auf den News Broadcast Intro Pack Opener 1 an. Platzieren wir den News Broadcast Intro Lower Third 3 und den Clip mit der Reporterin auf der Timeline. Nachdem wir die Größe und Position des Clips mit der Frau geändert haben, wenden wir eine benutzerdefinierte Maske an und passen die Form der Maske so an, um unnötige Teile auszublenden. Platzieren wir dann den Clip V02 und ändern die Größe und die Position des Clips. Doppelklicke auf das News Broadcast Intro Lower Third 3 und ändere den Text in Nachrichtensendung selber machen. Wähle als nächstes im Channel 7 Pack den News Set Channel 7 Lower Third 4 und platziere ihn auf der Timeline. Platzieren wir den V03 Clip, also unseren Filmora Tutorial Clip, auf der Timeline und ändern die Geschwindigkeit auf mal 1,3. Außerdem müssen wir die unnötigen Teile entfernen. Doppelklicke auf den New Set Channel 7 Lower Third 4 und ändere den Text in Nachrichtensendung, selber machen und Fernsehbericht selber animieren. Wir können den Übergang New Set Channel 7 Transition 1 zwischen den beiden Clips anwenden. Platzieren wir New Set Channel 7 Lower Third 5 und den V04 Clip auf der Timeline. Und wenden den Übergangseffekt Löschen zwischen den beiden Clips an. Doppelklicken wir auf den V04 Clip und wenden einen Flip an. Doppelklicken wir dann auf den New Set Channel 7 Lower Third 5 und ändern den Text.
ändern wir dafür die Textgröße und passen den Zeilenabstand an. Platziere das Reisevideo-Tutorial und teile die Clips so auf, dass wir nur die wichtigen Teile haben. Auf die gleiche Weise platzieren wir die Reisevideo-Vorschau und teilen die Clips auf. Und ich muss die Geschwindigkeit des Reisevideo-Tutorials auf mal 1,3 ändern. Platzieren wir den News Broadcast Intro Title 2 auf der Timeline und ändern den Text in Deutschland, Travel Video Tutorial und Wie erstellt man ein Reisevideo? Außerdem können wir die Textgröße ändern und den Zeilenabstand anpassen. Lass uns den Übergangseffekt News Broadcast Intro Pack Opener 2 zwischen den Clips anwenden. Passen wir die Clips der Timeline und des Travel Tutorials an. Entferne die unnötigen Teile aus dem Travel-Tutorial-Clip. Platziere als nächstes das Vorschauvideo für unser Koch-Tutorial und schneide die unwichtigen Teile ab. Platziere den News Set Channel 7 Lower Third 3 und ändere den Text in Nachrichtensendung, Kochvideos drehen und Kochvideos selbst erstellen. Wähle im Global Events Pack den Übergang New Set Global Events Transition 2 und wende ihn zwischen den Clips an. Dabei wird die Geschwindigkeit der Kochvideo-Vorschau auf mal 1,3 geändert. Platzieren wir den Clip des Moderators auf der Timeline und den News Set Channel 7 Opener 2 unterhalb des Reporter-Clips. Doppelklicke auf den Moderator-Clip und aktiviere den Greenscreen. Wir können den Offset, die Toleranz und die weichen Kanten einstellen, um einen sauberen Greenscreen zu erhalten. Passe die Position des Clips mit dem Moderator an. Doppelklicke auf den News Set Channel 7 Opener 2 und ändere den Text in Wetter. Platziere den News Broadcast Intro Title 10 und ändere den Text. Wir können den Text in den Namen der Stadt und die Temperatur ändern. Nachdem wir den Text geändert haben, passen wir den Textabstand und den Zeilenabstand an. Als nächstes platzieren wir das Bild mit dem Wettersymbol auf der Zeitleiste und schneiden die unwichtigen Teile ab.
Dupliziere dieses Bild und ändere die Position des Ausschnitts, um einen anderen Teil zu erhalten. Ändern wir die Größe und die Position dieser beiden Ebenen und wenden den Übergangseffekt Löschen an. Wie du jedoch sehen kannst, sind einige Teile des Symbols abgeschnitten, sodass das Symbol nicht vollständig ist. Hebe also das Zuschneiden auf und wende eine benutzerdefinierte Maske an. Ändere die Maskenform und passe die Größe und Position richtig an. Und bei den Übergängen können wir den Effekt Rückwärtsrolle 3 anwenden. Da der New Set Channel 7 Opener 2 ziemlich kurz ist, duplizieren wir ihn einfach. Klicke auf Erweitert und verkürze die Effektlänge von Wetter und passe die genaue Zeit an. Stelle anschließend die Zeitlänge der Ebene ein. Um die letzte Szene zu erstellen, platziere den News Broadcast Intro Pack Opener 2 und wende den Übergangseffekt Kugel Twist 4 an. Klicke anschließend doppelt auf den News Broadcast Intro Pack Opener 2 und ändere den Text in Nachrichtensendung. Okay, perfekt! Mit den echt coolen Vorlagen, Übergängen und Animationen von Filmstock und Filmora können wir eine coole Nachrichtensendung produzieren. Das war natürlich nur eine Präsentation der vielen Möglichkeiten, die du mit Filmora hast. Wir hoffen, wir konnten dich etwas inspirieren. Ganz einfach kannst du damit deine eigene Tagesschau oder deine eigene Nachrichtensendung professionell drehen.